das aber der Inferit wusste den und auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und den hohen Priester und Pharisäer diener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: das Wort erfüllet würde, welches sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab. Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, so ich den Kelch nicht trinke, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben.
Schart habe und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führeten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwör, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde Unrecht für das Volk.
Jesus aber vorne der Jesus nach und ein anderer Jünger. Der Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus habe stund draußen vor der Tür, da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Sprach die Magd, die Türhüterin zu Petru. Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer? Er sprach, ja.
Stunden habe die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus habe Stund bei ihm und wärmete sich. Habe den hohen Priester, fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei, öffentlich geredet vor dir. Stunden Jesum einen Backenstein und sprach: Solltest du den hohen Priester so antworten? Jesus habe antwortet: Hab ich ihm geredet, so wird weise Sprache. Gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Ein Gesetz,
Knecht einer, ein Gefreunter, des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm, da verleugnete Petrus Abendmahl, und also bald grete der Kahn. Na, gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete, bitterlich und wo soll ich mich erbieten?
führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war viel. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern mussten essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Plage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: das Richthaus und rief Jesum und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben die andere von mir gesagt? Bin ich ein Jude? Nein, Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Rede mein Reich von dieser Welt. Meine Diener würden darum beten, dass ich in Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht
Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. In uns in Wahrheit ist, den höre meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das Gesagte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch eine Lust gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Juden König Lust gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Oh.
Nächte fluchten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid und er sprach zu und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben?